Achtest du immer noch auf deine Ernährung oder darauf, was, wann und wie viel du essen möchtest? Reglementierst du dich noch? Verbittest du dir bestimmte Speisen und Lebensmittel? Oder verzichtest du bewusst auf deine Lieblingsspeisen, weil du das Gefühl hast oder denkst, dass diese dich dick und übergewichtig machen? Denkst du auch ständig ans Essen? Kreisen deine Gedanken darum? Wenn ja, dann hast du möglicherweise ein zwanghaftes Essverhalten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Ernährung zu einer Religion geworden ist. Dass die meisten Menschen von außen bestimmte Verbote auferlegt bekommen haben, was sie essen und was sie nicht essen sollen. Dass wir schon mittlerweile das Essen aufgeteilt haben in Böse und Gut. Und dass wir uns alle da bemühen, uns gesund zu ernähren. Und das machen wir natürlich, weil wir sehr stark außenorientiert kontrolliert werden. Ich möchte dir heute einen ganz wichtigen Hinweis geben. Dein Körper ist klüger als jede noch so raffinierte Diät der Welt. Und deshalb solltest du viel stärker auf dich, auf deinen Körper hören und deren Signale wahrnehmen, um angemessen darauf zu reagieren. In meinen Seminaren und Vorträgen zeige ich jedem Einzelnen und den Seminarteilnehmern, wie sie mit einfachen Mindtechniken wieder das Vertrauen zu ihrem eigenen Körper zurückgewinnen, wie ihr Hunger- sowie Sättigungsgefühl, welches von dem vegetativen Nervensystem automatisch gesteuert wird, wahrnehmen, spürbar wird und wie diese wieder ankern, so dass er nicht mehr außenorientiert sein muss, sondern innenorientiert und seine innere Weisheit wieder wahrnimmt. Das heißt, je mehr du auf dich und auf deinen Körper hörst und deinem Bauchhirn, deinem Körper Vertrauen schenkst und diese innere Signale wahrnimmst, wann du Hunger hast und vor allem worauf du Hunger hast und aufhörst zu essen, sobald du körperlich satt bist, da hast du nur gewonnen. Dann hast du die Menge an Nahrung aufgenommen, was dein Körper wirklich benötigt. Und im Prinzip hast du kein zwanghaftes Essverhalten mehr, weil dieses ja nicht mehr ausbrechen kann, weil du dir keine Verbote auferlegst. Und das macht die ganze Geschichte so spannend. Ich möchte dir jetzt eine Übung zeigen, mit der du das Vertrauen zu deinem eigenen Körper zurückgewinnst, sodass du deine innere Weisheit wieder aktivierst. Bevor du essen möchtest, die Speise, die du dir ausgewählt oder ausgesucht hast, oder eine mögliche Speise, die du dir vorstellen könntest zu essen, weil du vielleicht gerade Appetit darauf hast oder falls es nichts anderes gäbe und du denkst, ach, das sollte ich mal essen, das müsste ich essen, oder das Brötchen, was du da von zu Hause mit zur Arbeit genommen hast. Du möchtest gerne, bevor du diese Speise verzehrst, einmal innehältst, deine Augen schließt und du dir dabei vorstellst, dass du diese Speise isst. Und du stellst dir dabei vor, wie diese Speise in deinem Magen gelandet ist. Und du beginnst zu spüren, wie diese Speise in deinem Magen sich anfühlt. Du beginnst wahrzunehmen, wenn du diese Speise gegessen hättest, wie würdest du dich dabei fühlen? Fühlt sich diese Speise in deinem Magen leicht oder schwer? Fühlst du dich dann träge, schwer, müde oder eher bist du kreativ und du könntest noch aktiv und agil sein? Ich möchte, dass du in dem Moment, während du diese Speise, die du nur durch Visualisierung vorgestellt hast, zu essen und gegessen hast, dir mal vorstellst, wie es sich in deinem Magen anfühlen würde. Gibt dir diese Speise die Energie oder raubt dir eher Energie und Kraft? Nun stellst du dir bitte dann noch dazu vor, wie es sich dann anfühlen würde, wenn diese Speise 2-3 Stunden in deinem Magen bliebe. Ist es gut oder weniger gut? Macht es sich träge oder was auch immer? Und anhand dieser Visualisierung hast du in dem Moment deine innere Weisheit aktiviert und du weißt dann, ob du diese Speise essen solltest oder nicht. Auch wenn du mit dem bewussten Verstand denkst, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe das Essen vorbereitet oder es gibt leider nichts anderes, was ich hätte essen können und so weiter und so fort, dann wäre in dem Moment einmal ganz kurz nochmal innezuhalten und einmal prüfen, was dein Körper dazu sagt. Weil dadurch
aktivierst du nicht nur deine innere Weisheit, sondern du gewinnst die Kontrolle über dein Essverhalten zurück. Und wenn du das öfter machst, dann wirst du ab da beginnen, nur die Speisen zu essen, die dir, die deinem Körper gut tun. Und dadurch beginnst du intuitiv richtig zu essen.